Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Heute möchte ich euch etwas zeigen und erklären. Das klingt ein bisschen brutal, ist aber eines der schönsten Mattmotive, das es überhaupt gibt im Schach, und zwar das erstickte Matt. Und bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz grüßen, und zwar den Stefan Manicke und den Manfred Wolf. Beide unterstützen mich auf Patreon. Vielen Dank. Was ist das erstickte Matt? Hier haben wir eine Aufgabe. Wenn ihr mitknobeln wollt, ich stelle die Aufgaben immer vor und dann könnt ihr Pause machen und könnt ihr überlegen. Hier ist Schwarz am Zug und gewinnt. Es ist nicht so, ja, es ist jetzt nicht so schwer, aber ihr seht gut, was das erstickte Matt ist, und das ist hier relativ einfach. Matt. Warum heißt das ersticktes Matt? Der König hier erstickt sozusagen in den eigenen Figuren. Er ist gefangen in den eigenen Figuren. Und beim Springer kann man ja nichts dazwischen stellen, der kann drüber hüpfen. Er kann ihn ja auch nicht direkt wegnehmen. Und deshalb müsste der König wegziehen, aber das kann er hier nicht, weil er von den eigenen Figuren blockiert ist. Und das ist so typisch für das erstickte Matt. Der König ist blockiert in den eigenen Figuren, die er nicht schlagen, wo er nicht drüber kann. Und zumeist erfolgt das Matt durch einen Springer. Hier ist die nächste Aufgabe. Wieder Schwarz ist am Zug. Findet den besten Zug. Wie gewinnt Schwarz? Ihr habt es wahrscheinlich schon. Der Bauer nach H2 gibt Schach und ist ein Matt. Das ist jetzt eher so eine Art Epaulettenmatt vielleicht. Es ist nicht kein typisches ersticktes Matt. Es soll bloß verdeutlichen, auch hier ist ja der König behindert durch die eigenen Figuren. Gleichzeitig nimmt der gegnerische König ihm Felder und dieser Bauer sagt jetzt Schach. Und dann kann der König hier auch nichts machen. Das ist auch eine Art ersticktes Matt. Wir kommen zur nächsten Aufgabe. Weiß ist am Zug und gewinnt. Macht ruhig Pause. Ich möchte mit diesen Aufgaben, dass ihr so ein bisschen einen Blick gewinnt. Dass ihr einen Blick gewinnt für diese Motive und dass ihr sie dann natürlich noch üben müsst. Wo, sage ich gleich noch. Oder sage ich am Ende. Und das ist wichtig, dass man einfach einen Blick für diese Motive bekommt, für diese Stellungsbilder, und dass man sie dann wiedererkennt. Vor allen Dingen auch, wenn der Gegner sie hat. Dass man sieht, ups, da droht was, dass man diese Drohung erkennt und verhindert. Und wenn ihr es noch nicht habt, müsst ihr euch überlegen, okay, der König ist hier ja auch eingeschlossen und Springer G6 gewinnt. Auf solche Züge kommt man, indem man erstmal Schlagzüge überprüft und Schachs. Und es gibt hier nur ein Schach. Und dann überlegt man sich, funktioniert das? Und sagt, okay, der kann ja nicht zurückschlagen, weil der Bauer gefesselt ist. Und der König kann nicht weg, weil da der Läufer drauf ist. Und er kann nicht nach vorne weg, weil er durch die eigenen Bauern eingesperrt ist. Nächste Aufgabe. Weiß am Zug gewinnt. Ihr seid dran. Ihr habt es schon gefunden. Es ist nicht so schwer. Es ist ähnlich wie die erste Aufgabe. Es ist jetzt bloß ein bisschen realistischer aufgebaut von mir, damit es schon eher so aussieht wie eine richtige Partiestellung. Das Springerschach gewinnt. Und das ist so die Urform. Also eben habt ihr gesehen, so ein bisschen Abwandlung mit anderen Figuren. Aber das ist das Bild, das man sich merken muss für das erstickte Matt. Das erstickte Matt kommt nicht so häufig vor. Es ist selten. Es ist aber eins der schönsten Mattbilder. Warum, sehen wir gleich noch bei ein paar Aufgaben. Es kommt allerdings in ein paar Öffnungen vor. Und das schauen wir uns auch gleich an. Aber merkt euch dieses typische Bild. Der König ist eingesperrt in eigenen Figuren. Und typischerweise der Springer gibt das Matt. Das ist das klassische erstickte Mattbild, das man sich merken sollte, damit man es wiedererkennt.
So, und jetzt habe ich gesagt, das erstickte Matt ist wahrscheinlich so das schönste Mattbild, das es gibt. Eigentlich schade, dass es nicht häufiger vorkommt. Und hier haben wir jetzt eine Aufgabe. Weiß ist am Zug und gewinnt. Wie? Macht Pause, knobelt ein bisschen. Wenn ihr hinterher diese Aufgaben nochmal durchprobieren wollt, um zu schauen, ja doch, das hat er doch nicht gesagt, oder mein Zug gewinnt doch auch. Probiert es aus. Unten in der Videobeschreibung ist der Link genau zu dieser Studie und dann könnt ihr oben die Computer Engine anmachen und jeden Zug ausprobieren, den ihr wollt. Ihr könnt auch die Studie klonen, übernehmen. Für euch könnt ihr modifizieren, ergänzen. Also beschäftigt euch damit. Es kann ganz leicht sein, dass ich irgendwo was vergesse. Schaut es euch selber an auf dem Analysebrett in Lichess. Folgt unten dem Link zur Studie. Wir sind weit weg von dem, was wir vorher hatten. Also das war unser Idealbild eines erstickten Mattes. Wie kommen wir dahin? Also was sich hier anbietet, ist natürlich erstmal zu prüfen, habe ich irgendwo Schachs, kann ich was wegnehmen. Also ich kann hier was wegnehmen, das bringt jetzt nicht wirklich was. Das bringt auch nichts. Auf der anderen Seite droht hier sogar einiges. Also ich muss schon irgendwas Zwingendes machen, um hier was zu reißen. Und ein Schach ist schon mal nicht schlecht. Hilft uns das Schach? Wir geben mal das Schach. Jetzt geht der König hier rüber. Der hätten wir es leicht gehabt, weil das ist schon ein Matt. Das wäre das Ziel erreicht. Also das geht nicht. Der König muss in die Ecke. Aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Wir können Schach geben, dann muss der König wieder zurück. Jetzt könnten wir wieder zurückgehen, können so eine Art Dauerschach machen. Aber es ist natürlich blöd, wenn man hinterher dann mitbekommt am Computer, die Partie war eigentlich gewonnen und man selber hat einen Dauerschach gegeben und nur Remis geholt. Wie geht es hier weiter? Also wenn ihr das bisher noch nicht gesehen habt, vielleicht wollt ihr jetzt noch mal überlegen. Es bleibt knifflig, aber ich habe gesagt, es ist ein sehr schönes Mattmotiv. Jetzt zeige ich es. Es ist Springer H6 Schach. Das ist ein Doppelschach. Zwei Figuren durch einen Abzug greifen zwei Figuren den König an, beide sagen Schach. Und beim Doppelschach kann der Gegner nichts dazwischen ziehen, er kann auch nichts wegnehmen, also er muss den König ziehen. Hier geht nicht, da wäre es ja wieder matt. Er muss also in die Ecke. Und jetzt kommt das Tolle an diesem Mattmotiv. Gerne Pause machen, nochmal überlegen. Es ist jetzt das Damenopfer. Die Dame sagt Schach. Der König kann die Dame nicht schlagen, weil die Dame ist ja gedeckt. Also bleibt nur ein gültiger Zug. Der Turm schlägt. Und jetzt ist das erstickte Matt. Und ihr kennt wieder, was ich euch hier gezeigt habe. Das ist also diese Endstellung, die man sich merken muss. Und der Weg dorthin. Schach, König in die Ecke, mit dem Springerschach, König zurück, Doppelschach, ganz typisch. Und jetzt geht es darum, den König zu ersticken in den eigenen Figuren. Also kommt das Damenopfer und der Springer gibt das Matt. Also eins der wirklich schönsten Mattmotive. Wenn man es nie gesehen hat, kommt man eigentlich gar nicht drauf, weil es zu schwierig ist, weil hier verschiedene Motive kombiniert werden. Einmal das Doppelschachmotiv hier und dann auch dieses Motiv der Hinlenkung, eine Figur dorthin zu lenken, dass man davon einen Vorteil hat. Können wir hier auch mal dazu schreiben. Schreibe ich mal in die Kommentare hin. Hinlenkung, speichern und weiter. Also, ihr habt gesehen. Es wird doch ein bisschen schwieriger. Dieses Motiv des erstickten Matts kommt auch in vielen Öffnungsfallen und in vielen Öffnungen vor, weil dort der König einfach noch in der Mitte in den eigenen Figuren steht. Und hier habe ich mal ein Beispiel aus der Caro-Kann-Verteidigung. Caro-Kann-Verteidigung ist C6 mit der Idee D5 zu spielen. Haben wir hier auch. Das ist die klassische Hauptvariante. Weiß deckt den Bauern.
Schwarz schlägt, Weiß schlägt. Und jetzt könnte Weiß zum Beispiel den Springer rausspielen. Wenn dann allerdings Weiß tauscht, bekommt Schwarz hier einen Doppelbauern. Ist vielleicht nicht ganz ideal. Man kann auch überlegen, Einzüge, Zweizüge, Dreizüge. Also der Springer hat drei Züge gemacht, um sich wegzutauschen. Und dieser Springer hat nur einen Zug gemacht. Das heißt, Weiß verliert auch ein Tempo. Ist auch nicht so gut. Was machen wir? Akzeptiert Schwarz den Doppelbauern und spielt den Springer raus? Nein, es gibt eine Alternative, die hat Karpov auch gerne gespielt. Nach ihm ist es auch benannt, die Karpov-Variante. Ich spiele erstmal den anderen Springer nach D7 mit der Idee, jetzt den Springer zu spielen. Und wenn dann Weiß spielt, kann ich zurückschlagen und habe keinen Doppelbauern. Das ist der Trick von dieser Karpov-Variante. Weiß spielt Dame E2, dumm die dumm, sagt nichts dabei. Schwarz verfolgt seinen Plan, will jetzt tauschen, ist jetzt aber in die Falle gelaufen. Weiß am Zug gewinnt. Wie? Ihr seid dran, macht Pause. Es ist wieder das Motiv des erstickten Matts. Der König erstickt in den eigenen Figuren. Und der Bauer kann den Springer nicht schlagen, weil er gefesselt ist. Also ganz trickreich hier der Zug Dame E2, um Schwarz reinzulegen. Wenn er jetzt hier fortsetzt, dann ist es matt. Und er hätte Schwarz nach sechs Zügen verloren. Was ist eine Alternative? Also das, man muss immer erstmal schauen, was macht der Gegner da? Warum macht er was? Man muss immer erstmal auf Drohungen achten. Und wenn jemand eine Figur eurem König gegenüberstellt, wie ein Turm oder eine Dame, dann müsst ihr schon so sagen, was soll das? Und was wäre jetzt hier was Besseres? Na gut, ihr könnt ja auch den Springer einfach weiterziehen. Also jetzt gibt es ja kein ersticktes Matt, weil der König zur Not raus kann. Ne, die Dame kann ihn einfach schlagen, das wäre das Einfachste. Also hier ist jetzt, droht nichts. Was man genauso gut machen kann, ist E6. Dadurch sperrt man den Läufer ein bisschen ein, der ist schwer wieder im Spiel zu bekommen. Aber was steht die Dame jetzt hier dem eigenen Läufer im Weg? Also das sieht ja auch nicht gut aus. Also das ist so ein typischer Trick in der Karo-Kann-Verteidigung mit ersticktem Matt. Es gibt noch andere Eröffnungen, wo es vorkommt. Hier haben wir eine Falle im Blackburn Gambit. Das Blackburn Gambit habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Ganz typische Züge, italienische Öffnung. Und jetzt kommt das Blackburn Gambit. Ein Trick. Der Springer zieht zweimal. Zweimal eine Figur in die Öffnung ziehen ist nicht gut. Das ist ein Tempoverlust, sollte man nicht machen. Hier ist aber jetzt sozusagen die Idee, ich biete Weiß an, diesen Bauern zu schlagen. Das ist der Trick. Wenn Weiß jetzt diesen Bauern schlägt, dann ist er in die Falle getappt. Weil jetzt kommt die Dame hier ins Spiel. Ziemlich gefährlich. Und wenn Weiß sagt, okay, jetzt ein bisschen was verliere ich hier wieder, nehme ich doch mal diese Gabel noch mit. Turm ist angegriffen. Droht hier unten auch matt. Also erstmal den Turm retten. Ups, jetzt bin ich im Schach. Was mache ich jetzt? Wie komme ich da raus? Naja, gut, die Dame dazwischen geht nicht. Dann schlägt er mit dem Springer. Also Läufer dazwischen. Aber jetzt seid ihr dran mit Schwarz. Wie gewinnt man? Durch ein ersticktes Matt. Genau. Der König erstickt in den eigenen Figuren. Das ist die Blackburn-Falle. Wird gerne und oft versucht. Gerade auch so auf Anfängerniveau und so. Man kann es aber ganz leicht abwehren. Also was macht ihr in der Öffnung? Leicht Figuren entwickeln, Rochade machen. Ja, warum machen wir nicht einfach Rochade? Wir haben Rochade gemacht. Wir haben... Entschuldigung, musste kurz husten. Wir haben die Rochade gemacht. Wir haben zwei Figuren entwickelt. Was hat Schwarz? Schwarz hat seinen Springer zweimal gezogen. Wenn er schlägt, schlagen wir einfach zurück. Drohen hier oben sogar matt. Und wenn er es blockiert,
dann sollte man nicht tauschen. Also wenn man hier tauscht, hilft man ja dem Schwarzen, seine Figuren zu entwickeln. Das heißt, man geht einfach mit der Dame rüber. Und da steht jetzt Weiß besser. Ganz einfaches Spiel. Noch viel einfacher ist es, den einfach wegzunehmen. Ihr macht die Rochade, ihr kriegt den Läufer schön raus. Der Springer kann auch ins Spiel. Herrlich. Ihr steht deutlich besser. Schwarz hat gar nichts getan. Der König steht in der Mitte, er hat keine Figur entwickelt. Super. Also, wenn ihr diese Blackburn-Falle habt und er kommt da rein, macht es euch einfach, haut den weg, macht Rochade, spielt Schach, gewinnt das Ding. Ein weiteres Beispiel aus der Öffnung habe ich, in dem dieses Motiv vorkommt, des erstickten Mattes. Und das ist das Budapester Gambit. Das Budapester Gambit ist eine Spielweise gegen so typische Damen-Gambit-Spieler. Und typischerweise würde man ja hier E6 spielen. Das ist so Richtung, nimmst du Indisch. Aber hier gibt es auch das Budapester Gambit. Erinnert so ein bisschen an das. Ja, das Tennyson Gambit gegen Skandinavisch mit Weiß. Hier spielt Schwarz E5. Das ist ein Gambit, weil Weiß kann den Bauern einfach wegnehmen. Und die Idee ist, man greift jetzt diesen Bauern an, möchte ihn mit dem Springer wieder zurückholen. Weiß deckt den, greifen wir nochmal an. Weiß deckt den, wir geben ein Schach. Weiß blockiert. Er kann ja hier jetzt gerade nicht raus und den möchte er gedeckt halten. Also den anderen dazwischen. Wir greifen den Bauern noch einmal an. Den kann jetzt Weiß so nicht mehr verteidigen. Er kann aber den Läufer angreifen. Und hier kann man sich jetzt den Bauern holen. Und jetzt sagt ihr, Moment. Was ist denn mit dem? Den kann man doch einfach wegnehmen. Macht Pause, Schwarz ist dran, Schwarz gewinnt. Es ist ein Matten 1, Weiß ist in die Falle gelaufen. Das ist ein Matt, ein ersticktes Matt. Der König erstickt in den eigenen Figuren. Ihr seht, in der Öffnung kommt dieses Motiv durchaus häufiger vor, weil der König noch in der Mitte steht. Und dort ja die Bauern, die Dame drumherum sind. Aber es sind eben alles Fallen, sagen wir mal eher. Da muss der andere schon mithelfen, dass er reinhüpft in die Falle. Was ist hier also der Zug, den man spielen sollte? Wegnehmen. Einfach wegnehmen mit dem Springer. Der ist ja immer noch angegriffen. Weiß schlägt. Und jetzt deckt ihr einfach euren Läufer. Der deckt den. Der König hat auch ein bisschen Luft, also der steht auch nicht irgendwo. Ah, Entschuldigung, das Video hing. Gehe ich nochmal zurück, weil ich nicht weiß, wo es hing. Wenn er hier angreift und Schwarz jetzt die Falle versucht, schlagt den nicht den Läufer, sondern schlagt einfach den Springer und deckt dann euren Läufer. Jetzt kann der Läufer raus. Der Springer, der Läufer sind ein bisschen entwickelt und der Läufer ist immer noch angegriffen. Und wenn er hier tauscht, dann ist für euch alles gut. Weiß steht hier besser, hat leichten Entwicklungsvorsprung, hat das Läuferpaar, alles gut. Wenn ihr hier C5 spielt, dann könnt ihr den noch mal ein bisschen jagen. Und das ist jetzt hier so ein bisschen trickreich gespielt. Wenn wir den nehmen, dann kommt etwas, was ihr schon kennt. Wieder ein ersticktes Matt oder ein Doppelschachmatt, wie auch immer man das nennt. Also fallt auch sowas nicht drauf rein, sondern zieht den Turm weg. Und dann hat der Budapest-Gambit-Spieler auch sein Pulver verschossen.
So, jetzt haben wir hier noch drei Partiebeispiele. Das ist hier ein Beispiel, das hatte ich gespielt. Wir haben diese Stellung. Der Bauer greift den Springer an und den Bauern. Der Zug, der hier Schwarz noch ins Spiel hält, wäre Springer C5 und Springer F5. Beide sollen das Feld decken, E6. Warum das wichtig ist, sehen wir gleich. Schwarz hat hier Springer B6 gespielt und das war ein Fehler, weil jetzt kann Weiß hier einschlagen mit Schach. Und hier gibt es keine Hoffnung mehr für Schwarz. Der König müsste hier in die Ecke gehen, verliert dann aber hier einen Turm. Und das verliert natürlich auch die Partie. Also er schlägt. Und hier kann ich Pause machen, weil hier ist jetzt die Aufgabe für euch. Weiß am Zug gewinnt. Macht Pause, wenn ihr schon zurück seid aus der Pause. Der erste Zug ist nicht schwer, weil es ist ein Schach. Das kann jetzt nicht so schlecht sein, den Springer hier mit Schach einzubringen. Wenn der König hier nach F8 zurückgeht, nach vorne kann er ja nicht. Welcher Zug gewinnt hier jetzt für Weiß? Dame E6, weil hier droht das Matt und Schwarz hat keine Möglichkeit, dieses Matt zu verteidigen, weil alle Figuren sind hier drüben. Aber hier läuft der Angriff. Sagen wir mal einfach, er greift einen Springer an, dann ist das ein Matt. Also, der König muss nach G8, so war es auch in der Partie. Jetzt kommt das nächste Schach. Und so langsam habt ihr ersticktes Mattgefühle. Also, er kennt das Motiv jetzt wahrscheinlich wieder. Wenn der König hier rüber geht, ist es natürlich wieder matt. Jetzt können wir auch mal mit dem Springer matt setzen, ist auch nicht schlecht. Also der König muss in die Ecke und jetzt haben wir wieder unseren Standardvorgang ersticktes Matt. Schach, Doppelschach. Wisst ihr noch, wie man Hinlenkung? Genau, Dame opfert sich und das erstickte Matt in der Ecke. Hat man selten, aber es kommt durchaus auch in der Partie vor und es kommt natürlich dann auch vor, wenn man es kennt. Weil ansonsten sieht man dieses Motiv gar nicht und erkennt es auch nicht. Aber wenn man es mal gesehen hat, erkennt man es in so einer Partie und sagt, Moment mal, denkt drüber nach und findet es dann. Hier haben wir die nächste Partie. Smisek 95 hat die gespielt. Und wir hatten hier eine Stellung. Da ist Weiß recht gedrängt. Hier droht eine Gabel, die Dame ist auch hier und Weiß kam hier auf einen Trick, ein Abzugsangriff. Der Springer geht weg und die Dame wird angegriffen. Hat dabei aber etwas übersehen. Jetzt seid ihr dran. Wie gewinnt Schwarz? Ihr seid aus der Pause zurück, habt es wahrscheinlich gefunden. Das Schach. König hat nur ein Feld. Doppelschach, König zurück und jetzt wieder Damenopfer und Matt. Also wunderschönes Motiv. Mit dem Springer schlagen hilft natürlich auch nicht, ist trotzdem ersticktes Matt. Also tolles Matt. Eine letzte, da hatte ich auch mal, das war der Hüseyin, da hatte ich auch eine Partieanalyse gemacht, eine Zuschauerpartie. Ich gehe nur auf das Ende ein. Ja, gut, wir können hier noch mal ein paar Züge zurück, damit wir sehen, alle schwarzen Figuren greifen F2 an, diesen Punkt hier. Alle greifen hier an. Weiß versucht sich verzweifelt zu verteidigen. Hier kommt ein Schach. Und wenn jetzt der Springer zurückgeht,
hätten wir ein Doppelschach und könnten die Züge wiederholen, ein Remis machen. Aber der Wissing wollte natürlich hier gewinnen, bringt also noch eine Figur in den Angriff, kassiert einen Schach, der geht der König aber einfach raus, so dass kein weiteres Schach möglich ist. Und Weiß greift die Dame an. Und jetzt seid ihr dran. Wie gewinnt Schwarz? Ich hoffe, ihr habt jetzt so das Motiv langsam drauf. Das Motiv ist Doppelschach. König muss in die Ecke. Und jetzt nicht das Damenopfer machen, weil die Dame kann den ja schlagen. Und jetzt haben wir als Schwarze einfach eine Figur weniger. Also nicht hyperventilieren, nur weil man das Motiv sieht und sofort die Dame reinhauen, sondern erst einmal mit dem Turm schlagen und jetzt die Dame opfern. Und wir haben das typische Bild, das wir schon kennen, das erstickte Matt. Wirklich, diese erstickte Matt ist eine ganz tolle Sache, wenn man es drauf hat. Es macht wirklich Spaß, wenn man es mal in einer Partie hat und man sagt dann, oh toll, super gemacht. Es ist eins der schönsten Mattbilder und deshalb hilft es einem auch, Mattbilder zu lernen, dass man einfach dieses Bild vor Augen hat. Der König erstickt in den eigenen Figuren. Und wir haben gesehen, dass es auch in einigen Eröffnungen vorkommen kann, wenn man seinen König sozusagen einbaut in den eigenen Figuren. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, auch wenn es selten vorkommt, dass man es mal übt. Und deshalb habe ich hier noch eine zusätzliche Studie reingepackt. Da habe ich euch verlinkt die Taktikaufgaben auf Lichess. Da gibt es über 5000 Aufgaben nur zum erstickten Matt. Macht da einfach mal welche, schaut, ob ihr es drauf habt. Ihr könnt auch die Schwierigkeitsstufe einstellen und sagen, auch vielleicht ein bisschen leichtere Aufgaben, schwerere. Und dann bin ich mir sicher, dass ihr dieses beherrscht und vielleicht dann auch mal hier so ein tolles Matt schafft, wie der Wissing. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. Tschüss.